Die Okta-Aktie hat innerhalb eines Tages über 30% an Wert verloren. Das hat Unverständnis und auch Kopfschütteln in der Finanzcommunity ausgelöst. Viele fragen, wie kann ein so toller Wachstumswert so stark unter die Räder kommen, wenn doch entsprechend die Zahlen gut ausgefallen sind? In diesem Video erkläre ich dir, wie das sein kann. Ich zeige dir auch die Parallelen und die teilweise Nicht-Parallelen zu einem anderen Wachstumswert namens Tesla auf. In den einen bin ich investiert, in dem anderen nicht. Und ich denke, es wird ein Video sein, wo man wieder einiges mitnehmen kann, ganz unabhängig von Okta und Tesla, die jetzt einfach mal die zwei Beispiele sind, die wir anschauen und auch miteinander vergleichen. Mein Name ist Thorsten Tiet, da geht es ums Investieren in Qualitätsaktien, das mögen Dividendenaktien sein oder eben auch Wachstumsaktien wie diese beiden hier. Wo ich ja nur nicht gesagt habe, dass beides jetzt entweder Qualitätsaktien sind oder nicht, das werden wir jetzt dann in dem Video feststellen. Es gibt definitiv Argumente pro Okta. Bei pro Okta geht es jetzt in aller Kürze um Identitätsmanagement. Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen habt, so wie beispielsweise wir, dann habt ihr unterschiedliche Mitarbeiter, die haben unterschiedliche Zugriffe auf unterschiedliche Tools, Softwares und auch auf das System selbst, das man selbst entwickelt hat. Und man möchte nicht, dass jeder alles kann, weil es ja ein Sicherheitsrisiko darstellt. Vielleicht gekündigt der eine mal und dann nimmt ihr die Passwörter einfach mit und loggt sich später nochmal ein, um seinem neuen Arbeitgeber einen Gefallen zu tun, warum auch immer. Das heißt, das ist ein sensibles Thema und da kommt Okta ins Spiel. Die bieten eine Software an, mit der man die ganzen Zugänge, sowohl die Autorisierung, das heißt, wer bin ich, als auch die Authentifizierung, wer bin ich, als auch die Autorisierung, was darf ich, nachdem ich authentifiziert wurde, mit dem man das managen kann, mit dem man das intern managen kann, also man selbst dann. Die haben auch Software programmiert, die eben entsprechend viele Schnittstellen hat zu anderer Software, die dann ganz normal sozusagen gebraucht und verwaltet wird in den Unternehmen mithilfe von Okta, was die Zugänge angeht. Und das ist dann auch gleich ein Burggraben von Okta. Die haben sich integriert oder die arbeiten zusammen mit über 7000 anderen Softwares, sage ich mal. Und wenn es einmal im Unternehmen drin ist, das ist natürlich ein hochsensibles Thema, dann haben die mehr als nur einen Fuß in dem Unternehmen. Welcher Manager geht da hin und sagt, okay, ich möchte jetzt mal die Identitätssoftware, die Zugangssoftware unseres Unternehmens einfach mal ändern, weil der andere Konkurrent ist vielleicht um 10% billiger. Da kann man sich ja gleich, man kann sich dann quasi selbst gleich, oder man dreht sich dann einen Strick wahrscheinlich und hängt sich dann selbst dran auf, karrieremäßig. Ist ein großes Risiko mit wenig Gewinn. Insofern ist es schon nachvollziehbar, dass man sagt, Okta ist ziemlich gut, insofern umso mehr, als wenn wir noch an andere Marktstudien dann denken, die dann Okta auch jeweils bescheinigen, dass sie führend sind im Bereich Identitätssoftware. Und man sieht ja dann auch, wenn man sich die Aktie kurz anguckt, dass die Umsätze ganz stark wachsen, so um die 40% pro Jahr. Gibt also doch tatsächlich einige Argumente, die pro Okta sind, wo man sagen kann, hey, das ist eine coole Firma, das ist eine coole Wachstumsstory und da möchte ich doch wirklich dabei sein. Jetzt ist nichtsdestotrotz die Aktie aber, wie ihr seht, bin ich kein Premium-Mitglied von TradingView. Ich benutze es einfach immer nur so. Nichtsdestotrotz ist die Aktie nach den Quartalszahlen ja mächtig unter die Räder gekommen. Teilweise über 35% haben sie Federn gelassen, haben sich jetzt dann nochmal ganz leicht erholt, sind glaube ich noch 6% oder 7% gestiegen am nächsten Tag. Aber in Summe hier ein Riesengap nach unten. Und die Zahlen waren, wie ich schon eingangs erwähnte, vordergründig gut gewesen. Was heißt vordergründig gut? Sie haben weiterhin relativ starkes Wachstum, um die 40%. Und der Gewinn pro Aktie war nur bei, also sie machen Verluste, werden wir auch gleich sehen, bei 10 Cent. Und man hat damit gerechnet, dass sie 30 Cent oder so machen würden. Verlust pro Aktie, hat also einen geringeren Verlust gehabt. Und trotzdem ist die Aktie so gefallen. Warum? Warum ist Okta abgestürzt? Es gibt vordergründige Ursachen, die dann auch, wenn man ein bisschen tiefer gräbt, dann auch genannt werden. Und es gibt auch tiefergehende Ursachen, die, soweit ich es mitbekommen habe, nicht genannt werden. Und beides ist wichtig. Vor allem ist es auch wichtig, die tiefergehenden Ursachen zu verstehen, weil da ist das eigentliche Learning zu Hause, was aktienübergreifend ist. Wenn man sich nur die vordergründigen News anschaut zu Okta, bleibt dann relativ wenig hängen.
an, ja, sag ich mal, allgemeiner Aktienweiterbildung. Wir haben das vordergründige Problem, dass wir einen relativ konservativen Ausblick haben und an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Das wisst ihr ja. Man hat zwar weiterhin 40% Umsatzwachstum aufs Jahr, aber fürs nächste Quartal sagt man, peilt man nur 30% an. Und dann kommt natürlich sofort die Fragezeichen. Die Fragezeichen umso größer, als, das werden wir dann auch noch sehen, wir Integrationsprobleme haben. Das wurde auch im Earnings Call angesprochen. Und zwar in erster Linie, ich habe hier einen kleinen Merkzettel gemacht. Der heißt Ad hoc, den finde ich jetzt bestimmt auch gleich. Da oben war er. Hier, das sind Okta und Tesla drin. Gehen wir mal zu Okta. Also, Okta hat, wir ändern das Chart-Layout hier, Okta hat vor kurzem Out0 gekauft. Auch eine Integrationssoftware-Technologie und ist jetzt dabei, das zu integrieren. Ihr seht, was das mit der Bilanz gemacht hat. Die Bilanz ist jetzt voll gepumpt mit Goodwill. Das heißt, über die Hälfte der Vermögenswerte besteht quasi jetzt nur noch aus Goodwill von der Übernahme von Out0. Für die entsprechend Okta einiges auf den Tisch gelegt hat, was über den Buchwert von Out0 hinausging. Ich gucke mal gerade kurz, ist sicherlich wie üblich auch wenigstens teilweise durch Aktien finanziert gewesen, kommen wir auch nochmal drauf auf die Verwässerung. Ist also eine große Risikoposition mit entsprechend hohem Abschreibungspotenzial. Und ob abgeschrieben werden muss oder nicht, hängt davon ab, ob die Integration klappt und ob die Synergien so sind, wie sich das Management es vorgestellt hat. Es gibt frühe Indizien, die Übernahme ist noch nicht lange her, können also keine alten Indizien sein, dass es etwas holpert. Und das wurde auch im Earnings Call gesagt, dass noch einiges zu tun ist. Und wir haben auch eine hohe Mitarbeiterfluktuation, die vermutlich auch daran hängt. Und wir haben auch Rekrutierungsprobleme. Macht sich unter anderem dadurch bemerkbar, dass das ist der Originalbegriff Headcount Editions, dass die nicht so wachsen, wie sie es sich vorgestellt haben. Und das bremst natürlich aus. Auf der einen Seite das ist kurzfristig ein Vorteil, dass die jetzt weniger Personal haben, als sie es gerne hätten. Bringt den kurzfristigen Vorteil mit sich, dass sie jetzt weniger Verluste schreiben, tatsächlich. Und deshalb ist der Verlust pro Aktie auch nur beim letzten Quartal bei 10 Cent gewesen, anstatt dass er höher ausgefallen ist. Aber das ist nicht wirklich ein Vorteil, sondern es bremst das weitere Umsatzwachstum aus. Deshalb vermutlich auch nur 30% Umsatzwachstum fürs laufende Quartal, aber das Festhalten auf 40% über das komplette Geschäftsjahr. Da sind also schon so Fragezeichen gemacht. Und was auch passiert ist, ist, man hat neue Features verschoben. In Summe haben sie momentan 5.800 Mitarbeiter und interessant ist auch, wenn ihr euch mal noch ein bisschen tiefer reingrabt und schaut, was die für Kosten haben. Also ihr seht zunächst einmal hier, das ist Umsatzwachstum. Also man sieht es auch hier in Form von Kennzahlen. Hier sind die umsatzbezogenen Kennzahlen in den letzten 5 Jahren. Über 50% im Schnitt ist der Umsatz gewachsen. Im laufenden Jahr soll er um die 40% wachsen. Das geht also laut Analysten, das geht also inline mit dem, was das Management sich auch noch auf die Fahnen geschrieben hat. Hätten sie das gekürzt, dann wäre die Aktie vielleicht vermutlich noch stärker unter die Räder gekommen. Ihr seht hier das Umsatzwachstum in der Zeile Jahr für Jahr. Die 50% auf die letzten 5 Jahre im Schnitt kam auch durch Jahre 2017, 2018, wo es noch etwas kleiner war, über 80% gewachsen sind. Momentan sind wir eher bei zwischen 30 und 40%. Und wir sollen hier eine kleine Verlangsamung haben. Okay. Jedenfalls, wenn Sie Probleme haben mit der Rekrutierung und sogar noch eine hohe Fluktuation haben, dann bremst es potenzielles Umsatzwachstum aus. Jetzt haben wir hier Margen. Und wir haben hier, nehmen wir einfach nur die operative und die Nettomarge. Nehmen wir auch die Bruttomarge. Die Bruttomarge ist die Marge, wo dann die direkten Kosten abgezogen werden von den Umsätzen für die Software und die ist richtig hoch bei knapp 70%. Sehr niedrig ist die operative Marge bei minus 52 bzw. die Nettomarge bei minus 57%, die sich jetzt auch noch verschlechtert haben in der letzten Zeit. Laut den Analysten soll es dann wieder richtig nach oben gehen, immer noch negativ bleiben aufs laufende und aufs nächste Geschäftsjahr, halte ich für zu positiv, was ich hier sehe. Bei Tesla beispielsweise, können wir auch noch angucken, wenn ich es nicht vergesse, da halte ich das für absolut realistisch. Hier halte ich es für positiv, dass es so einen Sprung nach oben macht.
Wir bleiben aber mal hier bei den letzten 4 Quartalen, wo wir eine operative Marge haben von minus 52 und Nettomarge minus 57%. Also in anderen Worten, hier wird massiv Geld verbrannt bzw. verloren. Wo das Ganze in Flammen aufgeht, das könnt ihr hier sehen in der FactSet Workstation. Ich mache es noch ein bisschen größer. Das ist Okta und hier haben wir die Umsätze. Das sind immer aufs Quartal bezogen. Und man hat Gross Profit, das ist da, wo die Margen herkommen, die Bruttomargen, die relativ hoch sind. Aber ihr seht dann, dass wir hier Total Operating Expenses haben, die eben deutlich höher sind, hier über eine halbe Milliarde bei einem Umsatz von 400 Millionen. Seht ihr also, dass die operativen Kosten, ohne die Kosten, direkt zurechenbaren Kosten der Software, also des Umsatzes, höher sind als der Umsatz selbst und bekommt es her. Kann man hier nochmal aufklappen, da seht ihr hier Sales and Marketing. Sales and Marketing. Also das sind Leute in Kundensender und so weiter und die machen, die kosten 250 Millionen. Das heißt schon, was wird es sein, 55% oder so vom Umsatz. Allein für Sales and vom Umsatz geht allein drauf für Sales and Marketing. Und dann haben wir natürlich noch die Entwicklungskosten mit 160 Millionen und dann noch andere Kosten, Buchhaltung und was weiß ich alles, 110 Millionen, sodass wir auf über 500 Millionen kommen. Und wenn ihr guckt, wenn ihr mal seht, wie das wächst, dann seht ihr, dass nicht nur die Umsätze wachsen, sondern im Prinzip die ganzen Geschäftsausgaben wachsen, halten damit Schritt oder wachsen noch schneller. Also das ist absolut heftig und das Ganze übersetzt sich dann die steigenden operativen Kosten hier in den negativen Margen, die momentan auf einem oder ja, bei einem Rekordtief sind, auf einem Rekordtiefstand. Und sie werden vermutlich noch tiefer, wenn wir die entsprechenden Mitarbeiter, wenn das Management die entsprechenden Mitarbeiter bekommen hätte, die sie gerne hätten. Das heißt, das ist ein extrem personalintensives Business, kann man sagen. Okta erinnert so ein bisschen auch an Meta. Zufällig klingen die auch ähnlich. Meta, Okta, Tesla. Tesla ist auch personalintensiv, aber wir werden dann gleich sehen, wo der Unterschied ist. Das heißt, es ist also keine Goldgrube so per se, das Ganze, die ganze Geschichte. Und sie sind hochdefizitär, wie man eben auch hier erkennen kann. Wenn wir uns Tesla anschauen, dann sieht das hier bei Tesla ganz anders aus. Gucken wir nur die, also Tesla hat jetzt auch Umsätze oder Umsatzwachstum, gehen wir mal hin, hier auf die letzten 5 Jahre, das auf einem Level liegt mit Okta. Und hier fürs laufende Geschäftsjahr sollen die Umsätze sogar noch schneller wachsen als bei Okta. Und was wir dann hier auch noch sehen ist, die Margen sind positiv. Die Bruttomarge ist deutlich niedriger, ist nicht mal die Hälfte von Okta, aber ist ja auch ein Automobilhersteller offiziell und das andere ist ein Softwarehersteller. Wir sehen aber, dass die Margen seit, die operative Marge seit 2019 positiv und ich zoome jetzt mal einmal ein bisschen näher ran. Da sieht man nämlich besser, wie das nach oben geht. Und die Nettomarge ab 2020 positiv mit 2% und jetzt 10%, von 2% auf 10% auf jetzt 14%. Und hier halte ich realistisch, dass die Margen weiter steigen werden aufgrund von Skaleneffekten und Upsales. Ja, ich weiß, es wird FSD ist großes Fragezeichen, aber vielleicht funktioniert es ja mal irgendwann. Also da ist auf jeden Fall Potenzial, möchte ich nur sagen. Und der große Unterschied ist, die Margen hier sind positiv und bei Okta sind sie negativ. Auch wenn wir in die Bilanz reingucken, hier haben wir kein Goodwill. Tesla übernimmt schon dann und wann, aber sie wachsen in erster Linie organisch. Und sie haben eine sehr, sehr starke Bilanz. Sie sind faktisch schuldenfrei. Dann große Unterschiede zu Okta, ganz große Unterschiede zu Okta. Wo wir Gemeinsamkeiten haben, das ist die Verwässerung durch neue Aktien. Ich habe mal gerechnet zwischen 2016 und aktuell dem Stand und die haben beide zwischen 70% und 80% die Anzahl ihrer Aktien erhöht. Warum ab 2016? Weil es das erste Jahr ist, was wir für Okta haben. Tesla ist ja schon länger börsennotiert. Also wir haben hier zwei Wachstumsunternehmen, aber das eine ist hochdefizitär. Da wachsen die operativen Kosten genauso wie die Umsätze wachsen. Und dann haben wir hier ein anderes Unternehmen und das ist schon margenpositiv und da steigen die Margen von Jahr zu Jahr. Es ist also von der Qualität her, weil hier geht es auch um Qualitätsunternehmen, sind die beiden Unternehmen auf einem ganz anderen Level.
Dann haben wir natürlich auch noch die Wettbewerbssituation, die ist auch wichtig, um da jetzt Charts oder so einzublenden. Aber Tesla ist der Marktführer in der Automobilrevolution, wenn ich es so mal nennen will, Elektrifizierung und Digitalisierung des Automobils. Okta ist vorne dabei, hat aber Konkurrenten, wie in erster Linie denke ich hier an Microsoft, die auch eine Lösung haben mit dem Active Directory und die aber viel größer und stärker sind und höhere Burggräben haben, weil fast jedes Unternehmen hat Microsoft-Technologie bereits als Okta. Und das ist also, die haben also einen härteren Wettbewerb aus meiner Sicht als jetzt beispielsweise Tesla. Oder sie sagen was andersrum, sie sind in einer anderen Wettbewerbssituation. Tesla ist der Marktführer und Okta hat ein technisch sehr gutes Produkt. Ich habe es nie getestet, aber das ist das, was man überall so liest. Aber sie sind halt extrem klein, in erster Linie insbesondere gegenüber Tesla. Microsoft natürlich. Gegenüber Tesla sind sie aber auch klein. Aber sind ja kein Wettbewerber zu Tesla. Warum wir das vergleichen, ist halt eher fundamental. Wenn man so einen Screener durchgeht, dann geht man ja auch in erster Linie oft branchenübergreifend durch die einzelnen Aktien, guckt sich so die Kennzahlen an, vergleicht die und das machen wir jetzt hier im Prinzip auch für Wachstumsaktien. Und was auch noch interessant ist, wenn wir hier auf die Multiples gehen, wir können auch wieder zu Okta zurück, dann haben wir zuerst hier Okta und hier ist das KUV. Das liegt momentan bei hier 6, ist also gefallen von 8 auf 6. Das war schon verrückt hoch, lag schon bei 43,5, das KUV mal. Also, das muss man sich immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Man hat $43,49 bezahlt Ende 2020. Also $43 bezahlt Ende 2020 für $1 Umsatz, mit dem auch noch Verlust erwirtschaftet wurde auf nicht absehbare Zeit. Über $40 auf den Tisch gelegt. Es ist schon verrückt, muss ich wirklich sagen. Und wenn wir uns mal jetzt Tesla zum Beispiel angucken, und Tesla ist ja auch keine Aktie, die günstig ist, aber ihr seht, selbst in den Hochzeiten hier, Ende 2020, da kam Tesla knapp nur auf die Hälfte des KUVs von Okta und die waren damals schon margenpositiv und hatten ein Umsatzwachstum in derselben Größenordnung. Und dann noch längere Zeit war Okta höher bewertet, dann hat sich hier irgendwann gedreht im Frühjahr, also Mitte März diesen Jahres und jetzt sind wir ganz deutlich, jetzt ist Okta also deutlich günstiger. Jetzt hat sich das haben wir halt das halb so hohe KUV bei Okta im Vergleich zu Tesla. Aber vorher absolut überbewertet. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, wie kann eine Aktie so stark fallen? Die Kursverluste von Okta haben ja schon früher angefangen. Hier ist der bereinigte Gewinn noch abgebildet. Die haben ja schon früher angefangen und die ganzen anfänglichen Kursverluste hier, könnte man sagen, die waren zum einen der FED geschuldet, also externen Faktoren, die dann einfach zu einer Korrektur, Stichwort Tech Crash, geführt haben. Ihr kennt ja die Argumentation dann mit höherer Abdiskontierung und die ganzen Cashflows der Zukunft sind weniger wert und so weiter, was aber relativ, ja, relativ akademisch ist, aus meiner Sicht. Die Dinger waren einfach horrend überbewertet, viele Tech-Aktien waren einfach horrend überbewertet und man hat einfach gewartet, bis irgendwas kommt, um da Luft rauszulassen. Jetzt werden Anleihen wieder ein bisschen attraktiver und man kriegt wieder Zinsen und man glaubt wieder ein bisschen an den Dollar und die Aktien kriegen Konkurrenz und dann geht es halt nach unten und korrigiert. Abgesehen davon gab es ja auch noch ein Hack von, wie hieß die Gruppe, mit diesem Dollar am Ende, Lapsus, glaube ich, oder so. Dollar am Ende geschrieben, wo ein Mitarbeiter eines Kundencenters, der für Okta gearbeitet hat, also das Kundencenter hat für Okta gearbeitet und er hat Zugänge verwaltet für Okta-Kunden und der wurde gehackt und dann konnten für ein paar Tage die Hacker von Lapsus hatten dann Zugriff auf das der Kundensupport-Mitarbeiter Zugriff hatte und haben dann so Screenshots gemacht und es dann auch später gepostet. Und Okta hat da keine ganz tolle Figur abgegeben, weil sie dann relativ spät es nach außen gebracht haben, mit ungefähr 2 Monaten Verzögerung.
und dann bis hin zu Vertrauensverlusten geführt. Ist natürlich blöd, wenn eine Security-Firma gehackt wird, aber das ist halt das Problem. Jede Kette ist so schwach wie ihr schwächstes Glied. Brauchst nur einen Mitarbeiter, der sich quasi ja, hacken lässt und schon ist man teilweise wenigstens im System drinne. Das war jetzt kein Super-GAU. Die hatten nur Zugriff auf das, worauf auch der Support-Mitarbeiter Zugriff hatte. Die konnten also keine Passwörter einsehen von Kunden oder so. Aber trotzdem ist es natürlich ja, ein schlechtes Zeichen. Und vor allem auch, wenn das Krisenmanagement da nicht ganz so überragend ist. Es war keine Katastrophe, aber war auch nicht ganz gut. Naja, und das ist quasi dann der erste Kurssturz, wenn man so will. Und dann aufgrund der hohen Überbewertung geschuldet. Und dann wäre der zweite Kurssturz, den wir jetzt gerade eben gesehen haben, diese Geschichte mit, es gibt Probleme im Sinne von der Übernahme von Out-O. Da knirscht was im Gebälk. Es gibt erste Anzeichen, dass die Integration der jungen Übernahme nicht so läuft, wie man sich das erwartet hat. Man hat relativ schwachen Ausblick aufs laufende Quartal mit 30% Wachstum. Auch wenn das Management die 40% noch beibehält, große Fragezeichen, ob die 40% auch tatsächlich beibehalten werden, also ob das zu realisieren ist. Und wenn sich dann noch das Wachstum verlangsamt, ist natürlich noch ein Grund, dass dann die Aktie niedriger bewertet wird. Und seien wir mal ehrlich, auch ein KUV von 6, hier haben wir es, ist ja jetzt noch immer noch nicht so richtig günstig. Ja, im Vergleich zu vorher ist es schon sehr günstig, aber für ein Unternehmen, das eine operative Marge hat von minus 50%, ist es nicht gerade günstig. Die Frage ist ja auch, wann wird sich das entkoppeln? Wann wird diese Total Operating Expenses, wann werden die nicht mehr so stark wachsen wie die Umsätze? Wann werden die Umsätze stärker wachsen? Weil ich ja schon gesagt hatte, eigentlich wären die Ausgaben ja noch größer gewesen, wenn sie mehr Leute bekommen hätten. Weil sie wollten ja mehr Leute. Also hier an der Profitabilität wollen wir auch noch ein Fragezeichen dran machen. Und es ist das Ziel eines jeden Unternehmens, irgendwann mal profitabel zu sein. Und dann eben, ich habe sie schon erwähnt, die Dritten im Bunde hier, Microsoft, ihr seht, die waren auch lange Zeit viel günstiger bewertet als Okta, selbstverständlich auch als Tesla. Und jetzt ist Okta günstiger. Microsoft hat jetzt ein KUV von 9,4, also günstiger. Aber sie sind halt sehr viel stärker. Sie sind unglaublich stark aufgestellt in ihren drei Segmenten. Und ja, ist für mich einfach eine richtige Qualitätsaktie, die relativ konservativ ist. Tesla ist für mich eine Qualitätsaktie mit einem spekulativen Charakter, wo man mit hoher Volatilität und auch hohem Risiko klarkommen muss. Okta für mich ist eine Aktie mit extrem hohem Risiko oder noch mehr Risiko, deutlich mehr Risiko als Tesla, weil sie sich ja erst noch beweisen müssen. Sie sind ja beispielsweise noch gar nicht profitabel und wir haben jetzt einzelne Problemfelder angeschrieben oder angesprochen und auch einzelne Widersprüche. Und insofern ist Okta kein Investment für mich. Also ich bin investiert in Microsoft, ich bin investiert in Tesla, aber Okta werde ich mir nicht zulegen, weil es für mich einfach viel, viel zu riskant. Und das ist auch nochmal was ich denke, was so die zentrale Botschaft ist. Ich habe es ja auch an anderer Stelle schon mal erwähnt, hier und da in einem Livestream, aber es ist einfach so wichtig. Ich persönlich investiere in keine Unternehmen, keine Wachstumsunternehmen, die negative Margen haben, die noch nicht bewiesen haben, dass sie Gewinne schreiben können. Das ist mir prinzipiell einfach zu heiß. Und ich habe auch bei Tesla gewartet, bis die irgendwann mal margenpositiv gewesen sind und dann habe ich erst zugeschlagen. Und falls es Okta irgendwann mal schafft, würde ich es eventuell auch machen, dann kann man natürlich sagen, ja, aber bis dahin ist er dann die Aktie viel höher. Ja, vermutlich schon, aber dafür würde ich dann wissen, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Wenn ich jetzt reingehe bei $64, dann kann es ja sein, dass die Aktie irgendwann bei $10 ist oder noch niedriger, weil es einfach nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich würden die dann übernommen werden, weil sie eine sehr gute Software haben, dann wird der Aktienkurs wieder hochgehen, aber das ist jetzt alles Spekulation, so wie die auch die $10 jetzt einfach mal plakativ gewesen sind. Also, Fazit, Finger weg von hochdefizitären Wachstumsunternehmen. Ihr seht, wie schnell es ins Auge gehen kann. Und ein Worst-Case-Szenario war hier noch lange nicht dabei.
So, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne sagen, was ihr von Okta haltet. Ist sicherlich ein umstrittenes Unternehmen, genauso natürlich auch wie Tesla. Könnt ihr auch gerne was zu Tesla sagen. Und allgemein, ob ihr meiner Meinung seid ob ihr denkt, nee, Thorsten mal völlig auf dem falschen Dampfer. Okta ist eine super Aktie. Und ich sage dir, Thorsten, auch warum. Bitte in den Kommentaren mit reinschreiben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.